Willkommen zu einem neuen Part von Dark Souls. Item und Enemy Randomizer. So, wir haben den größten Teil von Anno Londo hier ja schon fertig gemacht, sag ich mal. Wir werden uns jetzt Richtung Boss begeben. So, und hier ist die Stelle, wo man alles skippen kann. Wenn man den Sprung hinkriegt. So. Und dann hat man alles geskippt. Und dann kann man hier von dem Gegner auf die Schnauze kriegen und sterben. Ich muss jetzt ein bisschen mit meiner Heilung aufpassen. Es kommt, glaube ich, kein Bonfire mehr, wenn ich mich richtig erinnere. Kompositbogen. Und da hinten ist der Boss. Okay, ihr seht alle recht normal und nicht kompliziert aus. Das ist schon mal schön. So, wir wollen aber erstmal hier lang. Logans Beschleuniger. Oh. Logans Beschleuniger ist halt ein starker Beschleuniger. Oh, schon wieder so ein Wächter. Boah, ihr Wächtertypen geht mir auf die Eier. Da liegt nichts, da liegt auch nichts. Gut. Habe ich irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Weil dann sind wir mit Anno Londo jetzt schon eigentlich durch. Ey, lass mich. Hallo. Hallo. Ich will die Kiste. Dann schauen wir uns erstmal an, was du zu verkaufen hast. Okay. So, darf ich jetzt irgendwie mal an die Kiste dran? Okay. Ja, bla bla. Lass mich in Ruhe. Dann. Boah, lass es keinen schrecklichen Boss sein. Das jetzt kann halt wirklich ekelhaft werden. Weil das hier. Ist ein Doppelboss.
Nice. Wir lassen dich am Leben. Aber ich muss gucken, ob da noch Kisten sind. Oder sind die nur bei Dark Souls 3? Ja, die scheinen nur bei Dark Souls 3 zu sein. Oh, bitte kein schrecklicher Boss, bitte. Weil eigentlich sind hier Ornstein und Smough drin, ne? Und man kämpft direkt gegen zwei Bosse. Lass es nicht Manus und Gwyn sein. Ich bitte dich, Spiel. Bitte irgendwas Vernünftiges. Ist das Mega Ornstein? Mega Ornstein und Ornstein. Wow. Der kleine Ornstein und der große. Was passiert jetzt? Wird Mega Ornstein zu Mega 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 Ornstein oder? Ach, er wird zum Asyldämon. Was ist was? Was zur Hölle? Okay, geschafft. Ja, wie gesagt, dann sind wir ja schon fast fertig hier. Na, machen wir beides auf 25. Finsterer Nebel, wofür habe ich den denn bekommen? Servus. Hier. So. Jetzt gehen wir zum. Ist das ein Secret Boss? Ist das ein geheimer Boss? Ich weiß es nicht. Jetzt gehen wir nämlich zum anderen Boss von Anor Londo. Wenn die beiden mich hier nicht töten. Fucker, ey. Ihr Dreckigen, ey.
Und wenn wir mit Anno Londo fertig sind, benutzen wir die merkwürdige Puppe, um in ein Gemälde zu kommen, was dort hinten in der Kathedrale ist. Ich meine, wenn wir schon mal hier sind, können wir die Painted World auch direkt abschließen. Wow. Sehr gefährlicher Gegner gewesen. So, das ist falsch. Da komme ich nur in die Painted World. Das heißt, ich muss es nochmal drehen. Nochmal nach da, glaube ich. Genau. Jetzt kommen wir noch weiter nach unten. Und genau da wollen wir hin. Man kommt auch anders zu diesem Boss. Man muss sie da oben nicht töten. Aber sie da oben zu töten ist der schnellste und sinnvollste Weg. So. Eigentlich dürfte hier kein schlimmer Boss auf mich warten. Die Arena ist nicht so groß. Heretic. First thou offendest the god. Dich haben wir jetzt hier schon dreimal gehabt. Okay. Ich habe dich schon zweimal besiegt und das ist das erste Mal, dass du mich hier... What the fuck? Warum starte ich denn hier? Okay. Dann besiegen wir noch einen Ornstein. Scheiße, kann ich das Teil eigentlich von hier... Ich hoffe. Ist hier ein Schalter? Nee, oder? Ey, das ist doch nicht euer Scheiß Ernst. Das ist doch nicht euer Ernst. Jetzt habe ich den ganzen... Oh. Okay. Ansporn, nicht nochmal zu sterben. Weil man dann den ganzen verdammten Weg nochmal laufen darf. Komm, spring. Was macht dieser dumme Golem? Oh mein Gott.
Das ist so dumm. Das ist einfach so dumm. Nee. Nee. Warum spawn ich auch hier? Warum spawn ich nicht da hinten? Ich guck gleich, ob ich Pfeil und Bogen hab. Vielleicht kann ich die mit Pfeil und Bogen schon triggern, dass die sich bewegen und runterfallen oder so. Ich habe eine Armbrust. Vielleicht kann ich mit der irgendwie. Mit Armbrüsten konnte man hier noch nicht vernünftig zielen, glaube ich. Haben die, glaube ich, erst in späteren Teilen so richtig gebracht, dass man da. Das war gut. Ach Mann! Und dann rutsche ich da einfach runter. Wir machen das jetzt anders. Habe ich keinen Nerv drauf, da jetzt nochmal über diese Balken zu balancieren. Also, nee. Wir gehen zu dem Boss, wir gehen zu Ornstein, keine Sorge. Aber ich gehe einen anderen Weg. Hey, du da Schlangenkopf. Bring mich mal weg. So. Da steht wahrscheinlich der Skeletttyp, ne? Geh mal weg da. Mach mal Platz. Teleportieren. Finstermondgrab. Weil wir können uns ja jetzt teleportieren. So, nice. Jetzt hauen wir dem auf die Schnauze. Und das war's. Ja, cool. Ging ja recht schnell. Boah, 40.000 Seelen. Alter Schwede. So, ist hier irgendwas drin? Hm. Was haben wir hier? Okay.
Gut, dann nächste Ziel. Ja, können wir in dem Part noch hingehen? Ja, eigentlich müsste ich mal zurück zum Feuerband schreien. Feuerhüterseele abgeben. Fünfundfünfzigtausend Seelen. Nice. Können wir noch ein bisschen Leben und Ausdauer leveln. So, aufsteigen. Jetzt die Frage, ich muss das, glaube ich, jetzt einmal hochdrehen, den Fahrstuhl. Dann sollte ich da hinkommen, wo ich hin will. Boah, warum denn so müde auf einmal? Ach nee, ich brauche den gar nicht drehen. Perfekt. Ich bin schon da, wo ich hin will. So, jetzt die Augen aufhalten. Was sind denn hier für Gegner? Ich will an das Teil da dran. Fuck you. Ihr ekelhaften. Ihr Ekelhaften. Vielleicht wäre es am sinnvollsten. Warum spawne ich immer hier? Das ist so dumm. Ach. Das ist halt wirklich so dumm. Jetzt müsste ich wieder da den Weg über die Balken unter der Decke laufen. Ach. Das ist so eine dumme Scheiße. Also gehen wir einfach wieder hier lang. Teleportieren uns darüber. Beziehungsweise. Nee, das machen wir jetzt nicht. Wir teleportieren uns jetzt gleich erstmal zum Feuerbandschrein. Dann geben wir die Feuerhüterseele ab. Ach, guten Tag. Doch, doch, ich wollte ja sagen. Ach, leck mich doch. Ich hatte nur eine, ne? Ja. Gut.
gefallen. Boah, leck mich doch. Oh, hallo. Okay, du verkaufst mir nichts, weil du denkst, dass ich dumm bin. Weil ich einfach nicht die Intelligenz habe. Drüben zu dem Händler will ich aber jetzt mal. Ich weiß gar nicht, wann der auftaucht. Wenn die beiden Glocken geläutet sind oder so, dann taucht er, glaube ich, auf. Seele Aschefürst Gwyn. Okay. Weiß ich ja nicht. Was soll ich mit der Seele von Aschefürst Gwyn? Ist jetzt nicht so, dass ich die bräuchte. Also. Keine Ahnung. So, ich glaube, das bringt auch nichts, dass ich mich jetzt da hingesetzt habe. Wenn ich sterbe, werde ich wahrscheinlich wieder da. Ich muss das Teil hier einfach drehen. Dass es auf mittlerer Stufe steht und nicht ganz unten. Dann ist es nicht schlimm, wenn ich da oben spawne. Ich muss es einfach einmal drehen. Dann muss ich nicht über die Balken laufen, dann... Ja, genau. So ist perfekt. Wenn ich jetzt nochmal sterbe, muss ich nicht wieder nach Sens Festung rennen, mich teleportieren. Dann renne ich einfach hier hin. So. Ich will das Item vom Kronleuchter. Ich will das Item, was da ganz hinten in der Ecke liegt. Und dann will ich in die Painted World. Das ist der Plan. Und bestenfalls will ich meine 20.000 Seelen wieder haben. Cool. Jetzt bin ich vergiftet. Für fucking Bolzen. Okay, wir gehen in die Painted World. Yay, Painted World. Hier ist ein kleines Gebiet. Werden wir heute aber nicht mehr machen, also macht euch da mal keinen Kopf. So. Ja, ich würde sagen,
Zwei von vier Seelen. Herrschergefäß. Wir kommen gut voran. Ja, nach der Painted World haben wir eigentlich mehrere Optionen, die wir machen können. Neulondo. Dämonenruin. Bibliothek. Aber erstmal machen wir das hier. Gucken, ob wir hier irgendwas finden. Und dann schauen wir weiter. Leute, hab mich gefreut, dass ihr dabei wart. Seid morgen beim nächsten Part auch wieder mit dabei. Würde mich freuen. Habt noch einen wunderschönen Tag. Und ich sag, bye bye.